Servus, liebe Lions-Fans, heute bei Lions TV an meiner Seite Dr. Nathalie Sausgruber aus der Medbase. Wie schon oft erwähnt, wir haben ja dieses Jahr sehr, sehr viele Verletzte, deswegen haben wir gedacht, senden wir mal direkt von der Basis quasi. Unser Medical Team besteht ja aus der Dr. Nathalie, der Trix, der Michelle und den Joris. Nochmal danke an die alle, die immer dabei sind an Heimspielen, Auswärtsspielen, uns immer unterstützen und gerade diese Saison die Jungs wieder fit machen. So, servus Nathalie. Hallo, Sebastian. So, heute hier aus der Medbase, was die Leute vielleicht draußen interessiert, unsere zwei wichtigsten Verletzungen, der Gino und der Tobias Schmiedeknecht. Wie geht's den beiden und wann kommen die hoffentlich wieder zurück? Sehr gute Frage. Ja, also fangen wir erst wieder von Gino an. Der Gino hat eben, das war gerade am Anfang schon von der Saison, leider eben eine recht langwierige Verletzung sich eingefangen. Und zwar geht es da darum, dass man eben im Unterschenkel, da hat man zwei Knochen, Schienbein, Wadenbein, und dazwischen gibt es quasi wie eine Verbindungsstruktur, so ein sogenanntes Band, die sogenannte Syndesmose. Wenn die durch ist, also abgerissen, wie es bei ihm in seinem Fall der Fall ist, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man da halt ohne irgendwie Unterstützung, ohne irgendwie Entlastung dann einfach schön weiterspielt und ist bei so einem maximalen Kontaktsport wie beim Football, kommt das nicht gut. Und von dem her, er ist von meinem Kollegen betreut worden. Die Medbase hat ja mehrere Ärzte, weil er leider aber abwesend war. Aber es ist immer so, dass bei dieser Syndesmosenruptur, dass da 6 Wochen auf alle Fälle eine Entlastung notwendig ist, in so einem Schuh, wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, was er da jetzt anhat, einfach zur Entlastung. Und von dem her wird das, also man sagt, die Syndesmose geht einmal sicher 6 Wochen und danach muss man schauen, wie es dann weitergeht. Natürlich heißt es dann im Anschluss, wenn man weniger macht, Kraftaufbau, Muskelabbau, sprich, das wird dann parallel und auch wieder mit Physiotherapie laufen. Und von dem her muss man schauen, wie es sich entwickelt. Jetzt rein die Struktur an sich ist eigentlich nach 6 Wochen dann schon wieder abgeheilt. Beim Tobi ist es so, dass das eigentlich eben schon öfters der Fall war mit der Schulter. Jetzt war eben damals dieses Spiel auch, wo dann eben leider plötzlich am Boden gelegen ist, am Anfang nicht genau gewusst, was los ist, außer akute Schmerzen. In dem Zusammenhang ist akut eben die Untersuchung manchmal auch ein bisschen schwierig, weil natürlich einfach alles wieder, logischerweise. Jetzt hat sich im MRI halt gezeigt, dass dort eine sogenannte Instabilität vorliegt. Sprich, es kann gut sein, dass es eigentlich schon über Jahre hingegangen ist, dass das Schultergelenk an und für sich nicht ganz so stabil ist. Und da ist ehrlicherweise jetzt eben mein Vorschlag jetzt gewesen, dass er wirklich zum Schulterspezialist geht. Warum? Weil die natürlich tagtäglich nichts anderes machen, wie da wirklich die Schulter nur genauer untersuchen. Und das ist jetzt aufgegleist und da muss man das dementsprechend. Es gibt verschiedene Methoden, entweder konservativ im Sinne von Kraftaufbau, was jetzt bei ihm sicher nicht ein Mangel ist, aber dennoch ist es halt irgendwo ein bisschen etwas, wo man dann schauen muss, ob man spezifischer da noch mit Kraftaufbau dahinter gehen kann oder allenfalls sonst wirklich, wenn schon Instabilität im Bild vorliegt, dann halt eventuelle operative Eingriffe, das müssen wir abwarten, das kann sich sonst dann ihn halt selber dann erfragen, es ist noch im Laufen. Ja, also wie ihr hört, die Verletzungen sehr, sehr langwierig und das ist leider unser Problem bei so einer kurzen Saison. Wie gesagt, Ende Juni ist ja schon das letzte Saisonspiel dann zu Hause gegen Genf und wenn dann 6 Wochen gesagt ist, das ist wirklich dann im schlimmsten Fall auch 6 Spiele und dann ist die halbe Saison schon vorbei. Dann ist reißt nicht ab mit den Verletzungen. Jetzt hat sich unser letzter Linebacker, der Karl, auch noch verletzt und fällt quasi leider für die nächsten Spiele aus. Was ist bei ihm, auch eine Schulterverletzung, der Karl? Ja, genau. Also im Karl ist es so, dass eben eine Sehne quasi eben beteiligt ist. Eine Sehne, die vor allem wesentlich für eben die Schulterbewegung im Sinne von das Abbewegen vom Körper wichtig ist. Was man natürlich eben bei so Ballsportarten auch immer braucht. Das ist ja nicht irgendwie nur, dass man da auf dem Bizeps aus machen kann, sondern es wäre schon gut, wenn die gesamte Range eben von der Beweglichkeit vom Schultergelenk gegeben ist. Da muss man jetzt wirklich abwarten, wie es halt auch vom Aufbau her mit der Physiotherapie und so geht. Da gibt es also verschiedene Verlaufsmuster und da geht es wirklich einfach nach Maßgabe von den Beschwerden. Bei manchen kann das vielleicht auch eben nach 3-4 Wochen wieder gut sein, bei manchen dauert es leider auch ein bisschen länger. Ja, das ist also für das Spiel gegen Basel diesen Sonntag zu Hause, 14 Uhr Kickoff gegen die Basel Gladiators, die auch wieder am Wochenende, wer es verfolgt hat, gegen Genf, also ganz hauchdünn verloren hat. Wenn man jetzt rekapituliert, wir in Genf chancenlos, jetzt Basel gegen Genf bloß mit einem Touchdown-Unterschied verloren. Da kommt eine richtig gute Mannschaft auf uns zu, die ja auch um die Meisterschaft mitspielt. Deswegen gegen Basel, wir brauchen wieder jeden Mann, jede Frau im Stadion, die uns unterstützt, wie gegen die Bern Grizzlies.
der 12. Mann, das ist super wichtig. Ja, defense-technisch werden wir auf 5 D-Liner und 6 DBs umstellen oder auf 6 D-Liner und 5 DBs. Da sind wir wirklich ein bisschen angeschlagen, aber im Endeffekt für alle, die ein bisschen Football interessiert sind, kommt vorbei. Habt Spaß, es soll schönes Wetter werden, das ist mal eine gute Prognose. Dann unsere Jugend, die spielt 11 Uhr schon gegen Zürich und die haben gestern schon in Zürich gespielt und da muss man sagen, gab es leider auch wieder zwei Verletzte, der Sinan, unser Quarterback, und der Maurus Paulin, zwei unserer Stammspieler in der Jugend. Da kommt noch eine Hammermannschaft mit den Zürich Renegades U19, die da auch um den U19-Titel mitspielen. Also wenn er Zeit hat, kommt schon um 11, ja, verbringt den ganzen Tag hier im Areal der Almend hinten im Leichtathletikstadion. Das ist wirklich eine super Anlage, da kann man den ganzen Tag verbringen und die Lions unterstützen. Wir brauchen Mann und Maus, die Stimmung machen auf den Tribünen. Was ist die Madbase eigentlich, Nathalie? Kann man hier einfach auch so normal, wenn man normal krank ist, herkommen? Oder wen genau betreut ihr und was kann man hier machen als Verletzter? Die Madbase, also hier jetzt in Luzern, gibt es jetzt seit 6 Jahren, gut, länger gibt es das Gebäude hier auch noch nicht, das war damals im Kreis alles recht neu. Der Hintergedanke von der Madbase ist der, dass quasi verschiedene Fachspezialitäten zusammenkommen, mit dem Hausarzt, mit dem Internisten, mit dem Chirurgen, Orthopäden, und der gemeinsame Nenner von diesen Fachdisziplinen ist ja die Sportmedizin. Jetzt meinen aber viele Leute, ja, ach, die betreuen ja eh nur irgendwie so komplett Leistungssportler oder halt Teams, das ist nicht der Fall. An und für sich ist wirklich eigentlich auch einfach eine normale Hausarztpraxis, muss man sagen, die halt wahrscheinlich so, vielleicht ist nicht ganz 50-50, aber so 60-40%, 60% Hausarztmedizin und 40% eben Sportler. Dadurch, dass wir halt eben, dass jeder halt bei uns quasi auch diese Zusatzausbildung der Sportmedizin besitzt, hat halt auch jeder Sportmediziner sein Team, wie ich es zum Beispiel für die Footballer bin, und folglich ist natürlich auch so, dass dann jeder Arzt sein Team wieder reinbringt, die dann einfach quasi also a priori natürlich auch behandeln will, also wenn immer Wochenende etwas ist, kann man sich auch zum Beispiel bei euch, bei den Lions, dann einfach unter der Woche dann anrufen. Beziehungsweise, wie es zum Beispiel im Chino der Fall war, wenn jetzt jemand urlaubstechnisch eben ausfällt, gibt es trotzdem noch nur Sportmediziner, die betreuen. Allgemein ist es aber trotzdem so, dass es allgemeinmedizinische Praxis auch ist. Wir haben nebst den Ärzten auch noch Physiotherapeuten, die alle sportphysiotherapeutische Ausbildung haben. Dann haben wir auch eine medizinische Masseure, das kann auch in Kombination auch noch ganz gut sein, je nach Erkrankungsbild. Wir haben eine Kältekammer, die vor allem auch von den Sportlern eigentlich sehr, sehr fleißig benutzt wird und besucht wird. Da geht es einfach eher ein bisschen darum, dass man halt aufgrund der Kälte, es ist recht kalt, minus 110 Grad, dass das einfach für die Regenerierung einfach um einiges mehr dann bringt. Also man einfach zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man einen Wahnsinnslauf gehabt hat davor, irgendwie, sei es ein Marathonlauf, sei es irgendwie ein Spiel, dann ist es einfach von der Regenerierung her, für die Durchblutung, für die Muskulatur, einfach was, also stark vom Vorteil, genau. Ja, ansonsten eben betreuen tun wir an und für sich alle, die einfach zu uns kommen. Und ja, das wäre es eigentlich so. Ja, super. Also minus 110 Grad oder wie man in der Schweiz sagt, Sommer. Ja, da kann man ja quasi, in den letzten Wochen hat man ja alles erlebt, vom Schnee bis, Sagt also, der vom warmen Norden. Sehr gut. Ja, das ist, aber so habe ich es die letzten Wochen leider auch noch nicht erlebt. Aber wie gesagt, die Madbase ist eine super Einrichtung und ich ja auch als Nationaltrainer von Tschechien. Also so eine sportliche Betreuung gibt es ganz, ganz selten im American Football in Europa. Normalerweise ist es immer so, wenn sich jemand verletzt, so, ja, ruf deinen Arzt an und lass es mich wissen. Aber wir haben auch einen regen Austausch. Ich weiß immer, wer verletzt ist, für mich als Trainer super wichtig, weil so kann ich schnell anfangen zu planen, wer ist am Wochenende wieder einsatzbereit. Also da auch noch von meiner Seite als Trainer danke an die Zusammenarbeit. Das ist immer gerade in so einer Saison sehr, 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 sehr schwierig, wenn man so viele Verletzte hat. Ja, dann kommen wir nochmal zu unserem Fanshop. Ich hatte ja erwähnt, macht coole Fotos mit aktueller Fangear im Stadion. Wir haben jetzt auch einen neuen Fanschal gekriegt. True Blue auf der einen Seite, auf der anderen Seite unser Lions-Logo. Gibt es am Wochenende auch im Fanshop zu kaufen mit allen anderen Fanartikeln. Und wie gesagt, es gibt ein Season-Ticket für 2020 zu gewinnen. Dann auch noch die Gönnerkarten. Die Gönnerkarten könnt ihr auch an der Tageskasse oder am Fanshop kaufen. Einfach irgendeinen Beitrag ab 30 Euro. Am Ende der Saison gibt es eine Tombola und man kann eine Reise zu einem NFL-Spiel nach London gewinnen. Also da kann man wirklich für kleines Geld, wenn man Glück hat,
kann man sich ein NFL-Spiel live in London anschauen. Dann ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns 11 Uhr mit der U19 am Sonntag und 14 Uhr mit den Basel Gladiators, das große Kräftemessen, dann auch im Leichtathletikstadion. Also bis dahin, danke Nathalie. Danke und auch. True Blue. Dankeschön.